Ja, und bei uns das Team von Mr. Cash Hunt und die Herren stehen deshalb zu Ihnen, liebe Zuseher, mit dem Rücken, weil es natürlich nicht um die beiden geht, sondern es geht um die Gewinner und es geht vor allem auch um das Konzept dahinter. Cash Hunt ist was genau? Also es geht eigentlich darum, Geld zu verstecken für unsere Community in Wien. Wir machen davon Videos von der Umgebung und wie wir das Geld dabei verstecken und die Leute erkennen dann die Umgebung und suchen dann einfach danach. Also das ist das Grundkonzept von dem Ganzen und wir wollen einfach den Leuten eine Freude bereiten und ja, so hat das Ganze einfach mal begonnen. Das Ganze hat vor wenigen Wochen begonnen. Mittlerweile habt ihr einen wirklich regen Zulauf, tausende Follower auf Instagram. Wo kann man euch denn verfolgen? Genau, also wir haben tatsächlich innerhalb von 37 Tagen knapp 17.000 Abonnenten jetzt dazu bekommen. Die Community wächst stetig und wir sind jetzt aktuell am besten vertreten auf Instagram, Mr.CashHunt, und es kann jeder zu unserer Community dazukommen und wir werden auch bei stetigem Wachstum natürlich dann auch immer mehr zurück an die Community geben. Jetzt fragen sich viele natürlich, warum macht man das denn überhaupt? Will man hier das Geld verschenken? Ist man hier ein edler Samariter oder was ist denn der Hintergrund des Ganzen? Naja, der Hintergrundgedanke war eigentlich keiner. Wir haben das eigentlich zum Spaß gemacht und haben das recht lustig gefunden, wie die Leute danach suchen. Jetzt haben sich auch schon erste Firmen bei uns gemeldet, die mit uns kooperieren wollen. Ja, und das würden wir dann auch natürlich annehmen, ganz klar. Und die geben uns dann Gutscheine oder jetzt haben wir ein Modelabel gehabt, das hat uns Kleidung gegeben zur Verfügung und das verstecken wir dann einfach mit dem Geld. Und der das Ganze dann findet, der wird sich dementsprechend freuen und es geht ja mitunter, wie man auf euren Instagram-Videos sehen kann, sehr, sehr schnell. Ich glaube, der Rekord waren ein paar Minuten. Genau, also der schnellste war jetzt tatsächlich 2 Minuten. Wir sind selber oft verblüfft, weil manchmal die Verstecke gar nicht so leicht sind. Wir versuchen natürlich bei höherem Preisgeld die Verstecke schwieriger zu machen, aber manchmal ist man einfach um die Ecke und dann findet man das Glück halt direkt. Also ihr seid wie verspätete Osterhasen, kann man sagen, oder das ganze Jahr. Wie hoch ist denn der Maximalgewinn, den man bei euch finden kann? Also das Höchste, was wir bis jetzt gemacht haben, waren 100 Euro. Und ja, wenn wir bei Ostern sind, wir hatten auch ein Osterspecial, da haben wir zusätzlich zu dem Geld auch ein kleines Osternest versteckt. Und ja, je nach Anlass und Feierlichkeit wollen wir das dann auch mit Specials verbinden. Und ich sage mal so, wenn wir Kooperationen mit Firmen haben, dann werden wir auch schauen, dass wir möglichst mehr dann an die Community dann zurückgeben können. Ein Konzept, das es natürlich nicht nur in Wien gibt. Viele sagen, das ist etwas, was ein weltweites Phänomen ist. Wie seid ihr eigentlich darauf gekommen? Habt ihr das auch in anderen Städten sozusagen gesehen und habt euch gedacht, in Wien, in der schönsten Stadt der Welt, könnten wir das hier auch machen? Ja, ich habe tatsächlich an einem Abend bei einem Freund das in Rom gesehen. Das wurde mir vorgeschlagen auf Instagram. Am nächsten Tag bin ich zu meinem Freund gegangen, habe ihm davon erzählt und ja, wie soll ich sagen, das ging Schlag auf Schlag. Am nächsten Tag waren die Visitenkarten gedruckt und es ging los. Ja, und eine Frage noch zum Schluss für die Zuseher. Gibt es von euch noch eine Botschaft, die ihr unseren Zusehern auch ans Herz legen wollt? Am Ende wollen wir uns nochmal 1000-mal bei der Community bedanken. Wir sind gesegnet, dass das jetzt in so kurzer Zeit so gut angekommen ist. Wir werden natürlich immer weitermachen und immer mehr machen. Denkt alle daran, das Glück kann bei jeder Ecke auf euch warten. Und wir wünschen euch noch weiterhin viel Spaß beim Suchen. Und wir wünschen natürlich allen Zusehern viel Glück und wer weiß, vielleicht sind Sie schon bald derjenige, der hier das Geld auch findet.